Hallo im Küchengarten. Es geht wieder los. Und zwar mache ich heute meine erste Aussaat für die Gartensaison 2024. Normalerweise lasse ich mir damit ja immer so lang wie möglich Zeit, denn viele Aussaaten im Haus bedeuten natürlich zusätzliche Arbeit, Kunstlicht, denn jetzt ist das Licht noch viel zu schwach. Die Pflänzchen würden ohne Kunstlicht einfach nur wahnsinnig in die Länge schießen. Dann muss man sich natürlich auch noch Gedanken über die Schädlingsbekämpfung machen, denn Trauermücken, Läuse und Spinnmilben lassen sich nicht lange von den kleinen Sämlingen fernhalten. Und das sind nur ein paar Gründe, warum ich das immer so lang wie möglich hinauszögere. Was ich aber trotzdem jedes Jahr so früh wie möglich, also jetzt Mitte Jänner mache, geht natürlich auch noch bis in den Februar hinein, sind die Gemüsezwiebeln. Die unterscheiden sich nämlich von den normalen Steckzwiebeln dadurch, dass sie eine sehr beachtliche Größe erreichen können, also über 1 Kilo, was ich da schon gehört und gesehen habe. Und um das erreichen zu können, brauchen sie natürlich richtig schön lang Zeit. Zwiebeln sind ja auch nicht so anfällig für kühle Temperaturen. Das heißt, auch jetzt schon im Jänner, im Februar, wenn ihr ein geschütztes Gewächshaus habt, könnt ihr die dort wunderbar nach der Keimung wachsen lassen. Keimtemperatur brauchen sie nämlich zwischen 18 und 22 Grad. Dann gebe ich ihnen meistens hier bei mir in meiner Anzuchtstation etwas Zeit, damit sie sich etablieren und mal gut wachsen können. Und danach stelle ich sie meistens hinaus in mein unbeheiztes Gewächshaus. Natürlich mit einem Deckel über meiner Anzuchtschale, damit der Frost und die Kälte nicht so an die Pflänzchen herankommt. Aber die letzten Jahre hat das für mich immer wunderbar geklappt. Ja, und warum überhaupt Gemüsezwiebeln? Sind die anderen nicht genauso gut? Ja, einerseits wegen ihrer immensen Größe, andererseits, weil sie so wunderbar mild und fleischig schmecken. Also, wie der Name schon sagt, Gemüsezwiebeln, die kann man wirklich als richtiges Gemüse essen, sind wunderbar zum Füllen oder als Beilage. Und da wir besonders gerne Zwiebel essen und das auch reichlich, also in jedem unserer gedünsteten, gekochten Gerichte sind eigentlich Zwiebeln drinnen, ist das für mich ein Muss, das ich jedes Jahr anbauen will. Jetzt habe ich euch also erzählt, dass ich meine Gemüsezwiebel immer vom Samen selbst ziehe. Jetzt fragt ihr euch, ja, warum machst du das nicht auch einfach mit Steckzwiebeln? Zwiebeln steckt man doch, das kann ich euch sagen. Da gibt es nämlich keine Steckzwiebeln von diesen Gemüsezwiebelsorten. Und da ist wirklich etwas ganz Passendes und Tolles passiert. Mein lieber YouTube-Kollege vom Kanal Natürlich Sorn, der Jonas, hat mich angeschrieben. Der hat nämlich im letzten Jahr, der ist auch so Fan von diesen Gemüsezwiebeln, und hat genau aus diesen 3 Sorten, die ich mir jedes Jahr selber ziehe, im letzten Jahr Steckzwiebel fabriziert, also selbst herangezogen. Und er möchte jetzt das Experiment starten, um zu sehen, wie seine Steckzwiebeln bei anderen Gärtnern im Garten wachsen, wie die sich tun. Und bei mir natürlich dann im Vergleich, weil ich sie ja aus Samen frisch ziehe, zu sehen, ob seine Steckzwiebel größer werden als meine frisch gezogenen, ob der Geschmack anders ist, wie es mit Schädlingen aussieht. Also ein ganz spannendes Experiment. Und dazu schalten wir jetzt zum lieben Jonas, der uns ein bisschen etwas darüber erzählen wird. Ich grüße euch, hi, ich bin der Jonas von Natürlich Sorn und ich befinde mich hier in der Zwiebelzentrale, genauer gesagt der Winterzwiebelzentrale, denn ich habe letztes Jahr 2023 Steckzwiebeln selbst produziert. Die lagern hier in unserem kleinen Technikraum, denn da muss warm sein. Da kommt aber mal irgendwann ein extra Video, ich denke mal so im Juni diesen Jahres, da zeige ich euch, wie man selbst Steckzwiebeln macht. Hier sind die Sorten Kelsey, Exhibition und Alster Craig. Ich zeige euch gerade mal, wie sie aussehen. So ungefähr sehen die dann aus. Ne? Erfahrt aber alles noch im Detail. Und ich habe einige Garten-YouTuber-Kollegen, Kolleginnen gefunden, die mich ein bisschen dabei unterstützen und bei sich die anbauen, damit wir verschiedene Bedingungen haben, verschiedene Standorte, Substrate und so weiter und so fort.
Mal gucken, wie die wachsen werden. Ich bin sehr gespannt. Es sind ja alles größere Zwiebeln, Gemüsezwiebeln. Danke an dich, Jonas. Ich bin schon total aufgeregt, wie das laufen wird. Und ich hoffe, auch ihr zu Hause vor euren YouTube-Bildschirmen werdet das verfolgen. Wir werden euch das die ganze Saison über auf dem Laufenden halten. Ja, und bei mir geht es jetzt mit der Aussaat der drei Gemüsezwiebelsorten weiter. Die Exhibition, die Kelsey und die Ailsa Craig. Da ist wirklich gar nichts dahinter und sie keimen eigentlich auch immer sehr gut und sind nachher wahnsinnig pflegeleicht. Aussaatsubstrat habe ich mir schon selbst gemixt. Die Grundlage bildet wie immer Kokossubstrat. Dann habe ich Perlite drinnen, das vulkanische Gestein, das Gepuffte, um dem Ganzen ein bisschen Luftigkeit zuzufügen und weil es auch schön die Feuchtigkeit speichert, um ein bisschen Dünger zuzufügen, weil die Kokoserde hat ja überhaupt keinen Düngewert, habe ich hier jetzt Wurmkompost. Da kann man aber auch normalen Gartenkompost verwenden, fein gesiebt. Und da ist auch wichtig, wenn ihr den von draußen habt oder auch wenn ihr ihn zukauft, vorher abdämpfen, damit sich keine Schädlinge drin befinden. Und das war's dann auch schon. Eintopfen tue ich das Ganze hier in so kleine Voranzuchtschalen. Die habe ich mir im letzten Jahr geleistet, weil ich mit meinen anderen überhaupt nicht zufrieden war. Die waren ganz weich und biegsam und sind total schnell kaputt gegangen. Und die sind wirklich, also super Qualität. Und sie haben hier hinten auch ein großes Loch, wo man wirklich schön mit dem Finger hineinstopfen kann, um die Töpfchen nachher wieder herauszuheben. Und natürlich, da die Gemüsezwiebel eine lange Entwicklungszeit haben, werde ich die auch pikieren und in größere Töpfchen setzen müssen. Aber am Anfang reichen mir die wunderbar aus. Ich fülle die jetzt mit meinem Substrat und das Geheimnis ist hier, dass man die Erde schön andrückt, damit möglichst viel vom Substrat in diese kleinen Töpfchen hineinpasst. Und die Wurzeln der kleinen Sämlinge wollen natürlich mit Erde umschlossen sein, Kontakt zur Erde haben, um leicht Wasser und Nährstoffe aufnehmen zu können. Dann mache ich in die einzelnen Töpfchen kleine Löcher hinein. In jedes dieser Löcher kommen dann zwei Samen. So habe ich mehr die Chance, dass auch wirklich etwas aufgeht. Und falls beide aufgehen sollten, würde ich dann einen davon rausziehen. Denn ich will ja große Gemüsezwiebeln und die brauchen natürlich allen Platz und Nährstoffe für sich allein und brauchen da keinen Partner neben sich. Dann leicht mit Erde bedecken und festdrücken. Beschriften nicht vergessen. Ich habe hier den Namen der Sorte und hinten das Datum, wann ich sie eingesät habe. Denn gerade wenn man mit verschiedenen Sorten arbeitet und es wird ja immer mehr jetzt im Laufe der Saison und man kann sich wirklich nicht mehr erinnern, was es war, also immer schön beschriften. So, das war also Teil 1 des Gemüsezwiebel-Experiments. Wenn ihr die Möglichkeit habt, holt euch auch solche Samen und probiert das unbedingt aus. Gemüsezwiebel sind ein absolutes Muss in meinem Garten. Die werden überall dazwischen gepflanzt, wo ich noch Platz finde. Ich habe es auch an verschiedenen Standorten ausprobiert, sowohl halbschattig bis voll sonnig. Schön, dass ihr mich heute begleitet habt. Schaltet auch bei den nächsten Teilen dieses Gemüsezwiebel-Experimentes ein. Deswegen unbedingt meinen Kanal abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Und ich freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche wiedersehen, hier im Küchengarten. Bis dann!